Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Zahlen, mit denen uns die Demoskopie versorgt, sind eindeutig und sie sind niederschmetternd. Wann immer nach dem Vertrauen der Bürger in Institutionen und Organisationen des politischen Raums gefragt wird, die Parteien rangieren an letzter Stelle. Sie rangieren dort weit abgeschlagen. 3 von 4, ja 4 von 5 Bürgern bekunden, dass sie kein Vertrauen zu den Parteien haben. Nicht nur in Deutschland ist das so. Wir können alle Demokratien, für die wir belastbare Daten haben, die Mitgliedstaaten der EU etwa, durchgehen. Das Verdikt über die Parteien ist mit leichten Varianten überall das Gleiche. Das ist der eine Ausgangsbefund. Der andere, von wenigen Außenseitern abgesehen, ist man sich in der Politikwissenschaft über die Antwort auf unsere Titelfrage »Braucht die Demokratie Parteien?« einig. Der demokratische politische Prozess ist auf Parteien angewiesen. In den Worten eines der Großmeister der empirischen Demokratieforschung des vergangenen halben Jahrhunderts, des amerikanischen Soziologen Simon Martin Lipset: Parties are the core institution of democratic politics. Und noch entschiedener: Democracy is unthinkable save in terms of parties. Was ist von dieser spannungsreichen Konstellation zu halten? Hier der deutliche Hinweis auf eine tiefe Kluft des Misstrauens zwischen Bürgern und Parteien. Da das Urteil derer, die es wissen sollten: ohne Parteien kann Demokratie nicht funktionieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich diese beunruhigende Frage vom Leibe zu halten. Man könnte argumentieren, die Befunde der Demoskopie seien so ernst nicht zu nehmen, im Allgemeinen nicht und in diesem Fall, diesem besonderen Fall schon gar nicht. Das Missvergnügen, das das befragte Publikum beim Thema erfasst, bleibe folgenlos. Zur Wahl gehe die Mehrzahl derer, die sich so missvergnügt äußerten, dann doch. Und an der Wahlurne machten sie ihr Kreuz, jedenfalls bei einer Partei. Davon, dass die Funktionsfähigkeit der Demokratie bedroht sei, könne bei allem Verdruss über die Parteien nicht die Rede sein. Man könnte sozusagen an der anderen Seite ansetzend wohl auch vorbringen, dass der Bürger zunehmend auf Distanz zu den Parteien gehe, dafür gäbe es in der Tat starke Indizien. Aber man könne diese Indizien auch als Vorzeichen der Heraufkunft einer neuen Phase der Demokratiegeschichte interpretieren. Lipset möge, was die Geschichte angeht, recht haben, aber für die Zukunft sage das noch nicht sehr viel. Eine Demokratie ohne Parteien sei im Fortgang der Geschichte der Demokratie nicht nur wünschbar, sondern auch denkbar. Ich schlage vor, der Versuchung, die in solchen Strategien argumentativen Ausweichens besteht, zu widerstehen. Es ist klüger, unsere spannungsreiche Ausgangskonstellation ernst zu nehmen, die Daten, in denen sich ein Prozess fortschreitender der Entfremdung zwischen Bürgern und Parteien auf der einen Seite dokumentiert und die, sagen wir es vorsichtig, Hypothese, dass Parteien im demokratischen politischen Prozess eine unverzichtbare Rolle spielen, auf der anderen. Den Datenbefund, wie diese Hypothese gleichermaßen ernst nehmen, heißt, die Möglichkeit
einer Demokratiekrise, eines demokratischen Dilemmas ins Auge zu fassen. Sozialwissenschaften, darauf muss ich an diesem Punkt vorsorglich hinweisen, neigen zu einem etwas großzügigen Umgang mit dem Wort Krise. Es macht sie und ihr Geschäft interessanter. Weil es so ist, sollte man ihnen skeptisch zuhören, wenn sie von Krise sprechen, aber vielleicht doch zuhören. Der Vermutung, unser Thema könne auf ein, wie ich es eben genannt habe, Demokratiedilemma hinweisen, möchte ich in drei Schritten nachgehen. Ich möchte zuerst klären, was sich denn an historischer und systematischer Begründung für Lipsitz' These Democracy is unthinkable, save in terms of parties, anführen lässt. Ist die funktionsfähige moderne Demokratie wirklich notwendig, Parteiendemokratie? Ich möchte dann die starken Vorbehalte gegen Parteien, die uns, wie sich zeigen wird, nicht nur in den Umfragedaten der Demoskopie begegnet, genauer ins Auge fassen, ihren Realitätsbezug sozusagen ausloten. Und schließlich möchte ich kurz bedenken, welche Optionen der Demokratie denn verbleiben, wenn sie wirklich in eine dilemmatische Situation hineintreibt. Zuerst also die Frage, ist es ein Zufall, dass in allen funktionsfähigen Demokratien Parteien eine Schlüsselrolle im politischen Prozess spielen? Es wäre ein erstaunlicher Zufall, aber erstaunliche Zufälle gibt es. Erst der Nachweis, dass hier eine historische Logik am Werk ist und eine systemische Logik weiterwirkt, kann diese Möglichkeit ausschließen. Ich denke, dieser Nachweis lässt sich führen. Historische Logik meint, der Prozess der Entwicklung der modernen Demokratie seit dem späten 18. Jahrhundert hat Parteien hervorgebracht, weil er ihrer zu seiner Weiterentwicklung bedurfte. Parteien formierten sich, etwas anders formuliert, gemäß der Logik eines Regelsystems, das Politik in der entstehenden repräsentativen Demokratie als organisierten friedlichen Wettkampf um Regierungsmacht gestaltete, einen Wettkampf, der in Wahlen entschieden wird. Sehr anschaulich ließe sich das am Beispiel insbesondere der evolutionären angelsächsischen Demokratien, Großbritanniens, der Vereinigten Staaten zeigen. Ich muss auf diese Anschaulichkeit aus Zeitgründen hier verzichten und kann die Zusammenhänge nur in wenigen Sätzen andeuten. Die Logik des Regelsystems der entstehenden repräsentativen Demokratie wirkt parteienbildend erstens in den Parlamenten, zweitens aus den Parlamenten hinaus in die Gesellschaft hinein und drittens in entgegengesetzter Richtung aus der Gesellschaft in die Parlamente hinein. In allen drei Impulsen ist historisch die gleiche Dynamik am Werk. Parteien formieren sich erstens in den Repräsentativkörperschaften, weil die Bildung stabiler Gruppen sich zunächst als vorteilhaft und dann, sobald der Prozess in Gang gekommen ist, als unabdingbar für die Ausübung politischer Macht in der Institution Parlament erweist. In dem Maße, in dem Parlamente mächtiger werden, und es ist ein wesentlicher Aspekt natürlich des Demokratisierungsprozesses, dass Parlamente mächtiger werden, in dem Maße, in dem Parlamente mächtiger werden, sage ich, entfaltet diese Logik ihre Wirkung. Man kann sie in allen Parlamenten des 19. Jahrhunderts verfolgen, bis hin etwa zur Paulskirche. Die Parlamente sind recht eigentlich der Ort, an denen Parteien entstehen.
Die historische Logik der Parteibildung wirkt aber zweitens auch aus den Parlamenten heraus in die Gesellschaft hinein. Die Verleihung des Wahlrechts an einen immer größeren Kreis von Wählern ist hier der entscheidende Impuls. Die Fähigkeit, eine unüberschaubare Vielfalt von Wählern zu gewinnen und möglichst dauerhaft an sich zu binden, wurde entscheidend im Kampf um Regierungsmacht. Diese Fähigkeit konnte nur durch den Aufbau von Organisationen und die Sicherung einer für die Wähler wahrnehmbaren Organisationsidentität im Ablauf der Zeit geschaffen werden. Parteien waren die Antwort. Drittens, die Logik der Parteibildung wirkt auch in der Gegenrichtung. Die politische Arena öffnete sich im Demokratisierungsprozess im Regelfall ja nicht gleichzeitig für alle. Diejenigen, die zunächst ausgeschlossen blieben oder sich benachteiligt sahen, mussten sich formieren, um Rechte der Teilhabe zu erkämpfen. Sie mussten sich organisieren und das heißt wieder nichts anderes als sie mussten Parteien bilden. Dieser dritte Impuls ist vor allem bei der Entstehung von Arbeiterparteien wirksam geworden. Mit einer gewissen Zwangsläufigkeit also lenkte die Logik des Machtwettbewerbs im Demokratisierungsprozess die Entwicklung in Richtung Parteienbildung. Aber historische Zwangsläufigkeiten, die sich für eine bestimmte Phase der Demokratieentwicklung feststellen lassen, sind nicht ohne weiteres mit dauerhaften systemischen Notwendigkeiten gleichzusetzen. Die Frage muss also noch einmal gestellt werden: Welche Leistungen erbringen Parteien im politischen System, die gerade nur von ihnen erbracht werden können? Die Antwort auf diese Frage kann, wenn man es kurz machen will, nur vergleichsweise abstrakt ausfallen. Und es wird auch nur um das Kernstück sozusagen einer Antwort sich handeln können, die eigentlich aus einer Mehrzahl von Antworten zusammengesetzt sein müsste. Ich bitte also vorsorglich um Nachsicht. In der modernen Demokratie, die in der Hauptsache repräsentativ verfasst sein muss, sind Wahlen der entscheidende Akt der Ausübung des bürgerschaftlichen Letztentscheidungsrechts. Ich gebe unserer Frage, welche für die Demokratie unverzichtbaren Leistungen Parteien denn erbringen, deshalb die Fassung: Sind Wahlen als ein mindestens potenziell elementar rationaler Modus der Beteiligung einer beliebigen Vielzahl von Bürgern an der Politik ohne Parteien denkbar? Starke Gründe sprechen dafür, dass die Antwort Nein lauten muss. Parteien, dies ist das grundlegende Argument, reduzieren in zwei Schritten politische Komplexität, und da von der Reduktion von Komplexität schon die Rede war, kann ich wohl voraussetzen, dass das in Hamburg eine ganz geläufige Terminologie ist. Parteien, noch einmal, das ist das grundlegende Argument, reduzieren in zwei Schritten politische Komplexität so weit, dass eine Massenbeteiligung an politischen Entscheidungen, näherhin an Wahlen, die nicht blind ist, überhaupt erst möglich wird. Eine unorganisierte Vielzahl von Menschen, das Volk, kann, wenn sie Entscheidungen treffen soll, nur reagieren. Das liegt auf der Hand. Sie kann nur aus einer sehr begrenzten, überschaubaren Zahl von Entscheidungsoptionen, personeller oder sachlicher Natur, auswählen. Diese Entscheidungsoptionen müssen dem Kollektiv präsentiert werden. Erst dadurch wird es entscheidungsfähig. Genau das leisten Parteien
im Wettbewerb miteinander. Das ist der erste Schritt der Reduktion von Komplexität. Theoretisch wäre denkbar, dass diese Reduktion immer wieder neu von Wahl zu Wahl von Ad-hoc-Organisationen geleistet wird, die auf die Konstellationen des Augenblicks reagieren. Aber das wäre für die Anbieter von Entscheidungsoptionen mit extrem hohen Organisationskosten und für die Wähler mit extrem hohen Informationskosten verbunden. Organisationskontinuität reduziert diese Kosten auf beiden Seiten drastisch. Organisationskontinuität aber heißt wiederum Parteien. Das ist der zweite Schritt der Reduktion von Komplexität durch Parteien. Massenbeteiligung an Politik, die, wie ich formuliert habe, nicht blind, nicht zufällig ist, durch Reduktion von Komplexität möglich zu machen, ist die elementare Funktion der Parteien im demokratischen Prozess und für den demokratischen Prozess. Wer für eine Demokratie ohne Parteien plädieren wollte, müsste erklären, welche anderen Mechanismen der Reduktion von Komplexität an die Stelle der Parteien treten könnte. Diese erste grundlegende Funktionsbestimmung wäre nun zu konkretisieren, auszuweiten, zu ergänzen. Ich beschränke mich auf einige ganz wenige, nicht weiter erläuterte, vielleicht auch nicht weiter erläuterungsbedürftige Stichworte. Parteien sind wichtig für die Umsetzung von Wahlentscheidungen in Politik. Parteien sind wichtig, um Entscheidungen Akteuren zurechnen zu können. Sind wichtig, heißt das, für die Transparenz von Verantwortungsstrukturen. Parteien sind wichtig für die Institutionalisierung von Opposition. Parteien sind wichtig für die Schaffung stabiler parlamentarischer Mehrheitsstrukturen. Als historischer Zusammenhang ist das schon zur Sprache gekommen. Freilich zeigt sich hier, dass wir an einem Punkt angekommen sind, an dem der Demokratietypus mit bedacht werden muss. Parlamentarisch verfasste Demokratien sind grundsätzlich auf stabile parlamentarische Mehrheits-Minderheitsstrukturen angewiesen. Präsidentiell verfasste sind es nicht in gleicher Weise. Dennoch haben sich auch in den USA, also einer präsidentiell verfassten Republik, von den ersten Tagen der Republik an Parteien entwickelt. Man kann darin eine besonders nachdrückliche Bestätigung von Lipsitz' Democracy is unthinkable save in terms of parties sehen. Denn hier war die Systemnotwendigkeit viel weniger dringend als in den parlamentarischen Demokratien. Das Stichwort Demokratietypus, das ich eben eingeführt habe, legt im Übrigen noch eine zweite Rückfrage nahe. Ich habe bisher betont von repräsentativer Demokratie gesprochen. Aber gibt es nicht auch die direkte Demokratie? Und ist die nicht vielleicht viel weniger, vielleicht gar nicht, auf Parteien angewiesen? Die Antwort lautet ganz schlicht: Die direkte Demokratie als eigenständig funktionsfähigen Demokratietypus gibt es in der modernen Welt nicht. Es gibt nur direkt demokratische Interventionsverfahren, die immer eine funktionsfähige, repräsentative Demokratie, also auch Parteien, voraussetzen. Sind diese Interventionsrechte stark ausgeprägt und werden sie kräftig genutzt, so kann das der Bedeutung von Parteien durchaus relativieren, aber diese Relativierung ist ein ambivalenter Effekt. Sie kann bis zu dem Punkt führen, an dem der repräsentative Modus politischen Entscheidens seine Funktionsfähigkeit verliert. Dann wird es, das hat man in den letzten beiden Jahrzehnten in Kalifornien beobachten können und kann es noch beobachten, problematisch.
Ich halte also vorsichtig formuliert als Fazit unserer bisherigen Überlegungen fest, ob die Demokratie wirklich undenkbar ist. Ohne Parteien können wir dahingestellt sein lassen. Dass Parteien die Core Institution of Democracy, der modernen Demokratie nämlich, sind, dafür sprechen starke aus der Geschichte wie aus der Funktionslogik der Demokratie gewonnene Gründe. Wenn es so ist, was haben wir dann von dem Prozess zunehmender Entfremdung zwischen Wählern und Parteien zu halten, der sich in den Umfragedaten widerspiegelt? Dafür, dass diese Daten ernst zu nehmen sind, sprechen viele Indizien. Die Wahlbeteiligung sinkt. Bei den Bundestagswahlen 1972 lag sie bei 91%, 2009 bei knapp 71%. Dramatisch weniger Bürger als vor 20 oder 30 Jahren sind Mitglied einer Partei. Protestbewegungen, Protestparteien, neuestens, um ein beliebiges Beispiel zu nennen, die Tea Party in den Vereinigten Staaten. Protestbewegungen, Protestparteien, sage ich, die aus dem Stand Wähler in beträchtlicher Zahl mindestens vorübergehend an sich binden können, sind eine Alltagserscheinung geworden. Und was die Wahlforscher als zunehmende Volatilität, also Beweglichkeit der Wählerschaft beschreibt, ist sicher nicht nur Indiz wachsender Souveränität der Wähler, sondern auch Indiz einer wachsenden Ratlosigkeit der Wähler. Wir haben keinen Grund, heißt das, die Zahlen schön zu reden, die uns sagen, Vertrauen in die Parteien ist in dieser Republik wie in den meisten anderen Demokratien ein sehr rares Gut geworden. Muss uns diese Konstellation beunruhigen? Hier die Unentbehrlichkeit von Parteien, dort das Schwinden des Vertrauens der Bürger in Parteien. Man kann diese Frage auch anders stellen. Dann lautet sie einfach, warum diese tiefe, wachsende Parteienskepsis? Wieder gilt, und das ist ja häufig so, mit einer Antwort, die so einfach ist wie die Frage, ist es vermutlich nicht getan. Dennoch will ich es wagen, jetzt und hier nur einer von mehreren Spuren nachzugehen. Und auf diese Spur führt uns die Beobachtung, dass es eine merkwürdige Korrespondenz zwischen der Stimmung der Bürger in der demokratischen Welt von heute und einer sehr grundsätzlichen, nicht nur Parteienskepsis, sondern Parteienfeindschaft der klassischen republikanischen Theorie gibt. Rousseaus Contrat social ist bekanntlich eines der Schlüsseldokumente der klassischen republikanischen Theorie. Sein Urteil über Parteien ist völlig eindeutig. Es folgt aus seiner Idee des auf das Wohl des Ganzen gerichteten Gemeinwillens, der ein republikanisch verfasstes Gemeinwesen beseelen sollte. Ich erspare Ihnen die Herleitung. Die Konklusion, auf die es ankommt, lautet: Der Gemeinwille setzt sich am ehesten durch, wenn jeder Bürger ohne Verabredung, ohne Verständigung, ohne Verbindung mit anderen Bürgern seiner eigenen Einsicht folgt. Schließen sich Gruppen zusammen, dann werden die Partikularismen stärker. Organisation des Partikularen bedeutet am Ende, die Partikularismen werden so stark, dass sie über den Gemeinwillen triumphieren. Durch dieses Argument klingt von Rousseau in seine uns etwas fremde Sprache übersetzt, das alte, aus den Erfahrungen der antiken Polis wie der mittelalterlichen Stadt genährte Axiom der republikanischen Theorie, dass Parteiungen
in einem freiheitlichen Gemeinwesen potenziell immer Bürgerkriegsparteien sind. Der Bestand einer Republik, so lässt sich dieses Axiom auf den Punkt bringen, setzt die Einmütigkeit der Bürger voraus. Es gehört zu den großen Leistungen der modernen Demokratie, dass sie dieses Axiom dort, wo sie gelingt, außer Kraft gesetzt hat. Organisierter, friedlicher Konflikt nicht als Vorstufe des Bürgerkrieges, sondern als Alternative zum Bürgerkrieg, als Wesenskern geradezu des demokratischen politischen Prozesses. Mit dieser Versöhnung des politischen Konfliktes mit dem gesellschaftlichen Frieden hat die moderne Demokratie die Politik auf ein neues zivilisatorisches Niveau geführt, das weder die antike Polis noch die mittelalterliche Stadt erreicht hat. Freilich, Rousseaus tiefe Parteienskepsis wird damit nicht einfach obsolet. Diese Skepsis blickt nicht nur zurück. Sie antizipiert auch auf eine erstaunliche Weise Fehlentwicklungen der modernen Demokratie. Die organisierte Macht der Partikularismen gibt ja auch der modernen Demokratie Probleme auf. Parteien sind zwar idealtypisch im Modell der pluralistischen Demokratie nicht als organisierte Partikularismen, sondern als Agenten konkurrierender Gemeinwohlkonzeptionen zu verstehen. Das ist ein prinzipieller Unterschied. Aber in der Realität sind sie immer, zumindest auch, Verfechter eines Partikularinteresses, ihres Interesses an sich selbst, nämlich. Parteien werden in der Tendenz dieses Interesses an sich selbst ihr eigener Zweck. Sie werden selbstbezüglich. Rousseau formuliert das so in seiner Begrifflichkeit: Für jedes organisierte Partikularinteresse wird das eigene Interesse zum Gemeinwohl. Die Indizien dafür, dass dieser Prozess in Gang ist, lassen sich leicht beschreiben. Die immer konsequentere Inbesitznahme aller Ämter und Pfründen, die im öffentlichen oder halböffentlichen Raum greifbar sind, etwa, ist ein solches Indiz. Aber für diese Beschreibung im Einzelnen fehlt mir die Zeit. Ich will nur eine für mein Argument wesentliche Folge wachsender Selbstbezüglichkeit der Parteien ins Auge fassen. Der Besitz von Regierungsmacht wird in dem Maße, in dem Parteien selbstbezüglicher werden, immer wichtiger, ihr Verlust für die Parteien immer unerträglicher. Und so wächst die Bereitschaft, fast jeden Preis für die Eroberung oder die Verteidigung von Regierungsmacht zu zahlen. Praktisch heißt das vor allem, oberste Maxime der Politik wird es, jedes Risiko des Verlustes von Wählerstimmen, jedes Risiko des Verlustes von Wählerstimmen zu vermeiden. Parteien, die dieser Maxime konsequent folgen, Parteien, so wäre in unserem Argumentationsduktus zu formulieren, die zu ihrem eigenen Zweck geworden sind, werden tendenziell gemeinwohlunfähig. Ist es, um zu unserem Ausgangspunkt zurückzukehren, das, was die Bürger vielleicht undeutlich empfinden, wenn sie auf die Fragen der Demoskopen ihre Meinungen über Parteien kundtun? Ich fürchte, so einfach liegen die Dinge nicht. Die Bürger urteilen, ohne es zu wissen, indem sie über die Parteien urteilen, auch über sich selbst. In ihrem Urteil artikuliert sich, um es mit einer gewissen aggressiven Pointiertheit zu sagen, eine Art von politischer Schizophrenie. Das Urteil der Bürger ist einerseits abstrakt sozusagen Gemeinwohl, an Gemeinwohlmaßstäben festgemacht. Diese bestimmen beispielsweise
den strengen Verhaltenskodex, an dem die Öffentlichkeit Politiker misst. Das Urteil der Bürger ist aber zugleich konkret Ausdruck des unreflektierten Anspruches, die Politik habe seine, des Wählers, Interessen zu bedienen. Dahinter verbirgt sich wiederum unreflektiert die Vorstellung von einer Art von Arbeitsteilung. Die Gemeinwohlverantwortung tragen die Politiker, die Wähler dürfen an sich selbst denken. Demokratietheoretisch lässt sich argumentieren, dass das gar nicht einmal völlig falsch ist. Aber ganz richtig ist es auch nicht. Demokratie funktioniert letztlich mit dieser Art von Arbeitsteilung nicht. Wähler bestimmen in der repräsentativen Demokratie in letzter Instanz die Handlungsspielräume der Politik und nur wenn die Wähler die Gemeinwohlverantwortung der Politik wenigstens respektieren, hat die Politik den Handlungsspielraum, sie auch wahrzunehmen, diese Verantwortung. Unsere Überlegungen haben, so scheint es, mitten hineingeführt in die von Anfang an befürchtete dilemmatische Konstellation. Im ersten Schritt war die Frage zu beantworten, die über diesem Vortrag steht. Die Antwort lautete, historisch wie systematische Gründe sprechen dafür, dass der politische Prozess der modernen Demokratie, die, ich sage es noch einmal, nicht anders als grundsätzlich repräsentativ verfasst sein kann, Parteien oder parteiähnliche Gebilde mit Notwendigkeit hervorbringt, weil er ihrer bedarf. Im zweiten Schritt sind wir den Daten nachgegangen, in denen sich eine beunruhigende, für den demokratisch-politischen Prozess, da er doch nun einmal auf Parteien angewiesen ist, kritische Entfremdung zwischen Parteien und Bürgern spiegelt. Rousseau hat uns den Weg zu der Vermutung gewiesen, dass mitverantwortlich für diese Entfremdung eine organisationstypische Entwicklung hin zu einer immer größeren Selbstbezüglichkeit sein könnte, die gerade bei den Parteien mit ihrem Gemeinwohlauftrag höchst problematisch ist. Der Wähler freilich, dritter Schritt unserer Argumentation, der über die Parteien nicht ohne Grund so harsch urteilt, steht nicht viel besser da. Er macht es sich mit seiner Vorstellung, dass für das Gemeinwohl die Politik, nicht er, zuständig sei, zu einfach. Wie kann die Demokratie mit diesem jetzt als Problemdreieck gefassten Dilemma leben? Wie mit ihm umgehen? Ich antworte, da meine mir genau zugemessene Redezeit abläuft, nur noch mit einer knappen These in drei Sätzen. Eine Garantie für das Gelingen von Demokratie gibt es nicht, auch wenn wir das unbewusst immer wieder unterstellen. Wohl aber eine Chance der Demokratie, das notwendige Minimum an Gemeinwohlfähigkeit zu geben, das ihre Institutionen nicht schon als solche gewährleisten. Das notwendige Minimum an Gemeinwohlfähigkeit erreicht die Demokratie nur dadurch, dass der politische Prozess immer auch stets von Neuem ansetzend, unermüdlich und unerbittlich als Prozess der Aufklärung aller Beteiligten durch alle Beteiligten über die Verantwortung, die sie in einem freiheitlichen Gemeinwesen tragen, begriffen und betrieben wird. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und danke Ihnen insbesondere deshalb, weil Sie nur zuhören mussten und keinerlei optische Unterstützung Ihnen zur Hilfe kam. Danke sehr.